Aus dem Hause Schletig hatte ich ja schon diverse Produkte gezeigt. Ein weiteres Produkt, das ich euch gerne vorstellen möchte, ist das Schletig Gun Tuning Sniper Grease. Das ist ein spezielles Fett, das extra für die Verwendung bei Verbindungen von Kunststoff und Kunststoff oder Kunststoff und Metall hergestellt wurde. Damit ist es prädestiniert für Polymerwaffen. Das heißt, wir haben ein Kunststoffgriffstück und ein Metallschlitten, innenliegende Teile etc. Also immer da, wo diese Verbindung vorhanden ist, kann dieses Fett wunderbar verwendet werden. Wir fangen damit an. Ich nehme aus meinem Schletig Mollebag den Gun Cleaner, um einfach die Waffe schonend und vernünftig vorzubereiten. So, wir fangen mal damit an und nehmen das Schlitten runter. So, ich hatte die Waffe bereits schon sauber gemacht, das heißt, dreckig dürfte sie in dem Moment tatsächlich nicht sein. Wir müssen sie aber soweit eigentlich entfetten. Das heißt, dieser Gun Cleaner von Schletig ist genau dafür da. Lassen wir ein bisschen einwirken. So, damit haben wir schon mit dem Schletig Gun Cleaner die Fette von vorher schon mal entfernt. Man kann es auch mit dem Finger verteilen, wie man letzten Endes möchte. Es sollte ein leicht sichtbarer Fettfilm in den Führungsrillen zu sehen sein. Dann gehen wir noch mal ein ganz klein wenig nach, zwar vielleicht doch ein bisschen arg wenig. So, und dann einfach verteilen. So, und das war es im Grunde genommen. So, und dann können wir die Waffe eigentlich schon direkt wieder zusammensetzen. Mehrfach durchrepetieren, damit das Öl sich auch am Griffstück mitverteilt. Und dann gucken, ob hier irgendwo noch ein bisschen Überschuss ist und mit einem sauren Lappen entfernen. Das Schletig Gun Tuning Sniper Grease ist bis 180 Grad temperaturbeständig, also damit auch für relativ hohe Temperaturen geeignet und lässt sich eigentlich, wie ihr seht, relativ gut verarbeiten. Von daher denke ich mal, ist es ein sehr schönes, zu empfehlendes Produkt.